Hi Girls und Boys, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mir einen Pony schneiden. Ich war noch nie beim Friseur. Ich habe das immer alles selber gemacht. Leute. So soll es bestimmt nicht aussehen. Ich weiß nicht. Also wir können ja mal gucken, wie kurz ich werde. Ich werde so einen leichten Pony haben. So. Nicht, dass es komplett schwarz ist, sondern dass so ein paar Haare sind. Ich glaube, das reicht sogar schon. Hoffe ich doch. Alles andere als perfekt, ne Leute. Das ist alles andere als ein Tutorial. Was es, glaube ich, am meisten nerven wird, ist, dass mein Pony, also dass mein Scheitel den Pony richtig in zwei macht. Lieber ein bisschen weniger am Anfang, anstatt direkt den Vogel abzuschießen. Sollten einfach mal schneiden, oder? Ey, ich wollte das schon die ganze Zeit. Ey, vielleicht doch nicht. Aber es wächst ja auch wieder raus. Ey, wenn ich das jetzt bereue, guck ich an, wie lang das ist. Oh mein Gott. So. Okay, andere rasieren sich den Kopf ab, Angie. Das sind nur Haare. So, ich schneide schon mal was ab, ja? Was safe wegkommt. So. Uiuiui. Oh, tschüss. So. Ich sehe halt nichts hier durch. Okay, ich weiß schon mal, wie er aussieht, wenn er rauswächst. Gut zu wissen. Ich kann ja stufenschnittmäßig machen. So, ich lasse jetzt mal hiervon. Mache ich mal ein bisschen was weg. Und schneide jetzt nochmal was weg. So, was steht hier? Ich kann aber einen Stufenschnitt machen. Und dann, nee, warte, okay, ich muss es anders machen. Ich kann nicht Stufenschnitt machen und dann ist es wie eine Treppe oder was. Ist es ein bisschen identisch? Ist es ein bisschen identisch? Nee. Aber ich glaube, das kann gut aussehen, Leute. Ich glaube, ich habe auch die gute Menge Haare. Eine gute Menge Haare. Ich glaube, jetzt versteht ihr langsam, was ich meine. Also ich sehe halt nichts. So ist das schon super. Ich dachte halt, für den Sommer ist es ganz schön. Ich muss es halt noch höher. Scheiße, ihr seht auch nichts. Oh, gut. Also, okay, seht ihr noch nichts, aber wartet ab. Sehr schlau, den Kopf schräg zu halten. Wisst ihr, was der ursprüngliche Grund ist, warum ich das jetzt machen will? Weil meine Augenbrauen gerade nachwachsen. Und deshalb retten muss. Also ich muss sie verstecken, nicht retten. Und es klappt halt nur. So. Ich kann nicht mit rechts schneiden, das funktioniert nicht. So. Wie das jetzt noch aussieht. Tschüss. Tschüss. Dann. Scheiße, mein Scheitel verkackt. Guckt euch das an, wie mein Scheitel das macht. Ey, Scheitel, hau ab. Denn das ist vorbei. So, das ist kacke mit dem Mittelscheitel. Das ist zunichte. Aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen kürzer machen, leider. Weil dieser Mittelscheitel, den ich immer jetzt seit Jahren, also ich habe immer Mittelscheitel gehabt. Und ja, ich habe eine Hundebürste dafür. Also ich habe zwei, einmal für Chico und einmal für mich, weil es die Haare irgendwie voll gut auseinander macht. Also wenn ich so gucke, also die Haare sind ja so fallen. So und so. So. Irgendwie so ein bisschen. Ey. Es funktioniert nicht. Ich mach mal so.
Wenn sie jetzt so fallen soll, nice. Also ich kann sie noch einfach... So, und nichts ist passiert. Nichts. So, warte, ich mach mal kurz die Haare auf. Also, ist okay. Ich sehe jetzt aus wie eine Manga-Figur, weil die auch immer so was haben. Ich finde, es sieht schon okay aus. Also, ihr. Also im Spiegel finde ich, sieht es richtig gut aus. Kamera sieht es richtig scheiße aus, aber echt sieht es voll gut aus. Ich merke schon, dass hier ein bisschen noch was weg muss. Kann ich mir vorstellen. So, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Ich will nur einmal kurz sehen, wie es aussehen würde. Der muss eh kürzer. Also, was ist das hier die ganze Zeit? Mein Mittelscheitel. Ich will doch nur kurz mal gucken, Mittelscheitel, chill mal kurz. Weil wenn ich es zu kurz mache, dann kann ich das nicht mehr so machen, dass es so gewölbt ist. Ich hatte einen Pony! Warum strugglen so viele Leute damit so? Ich fand das jetzt voll easy. So, warte, ich muss aber noch hier... Ich muss noch ein paar so machen, die so ein bisschen kürzer sind. So. Steht hier so duschen und wasche meine Haare und dann föhne ich die. Und dann sehen wir uns wieder und gucken mal, wie das Ergebnis ist. Also ich muss sagen, ich war schon immer mal so, als ob ich die ganze Zeit so eine riesen Stirn hatte. Wirklich. Kein Wunder, ich meine, das ist halt so... Oh Gott. Ich glaube, es ist zu wenig Haar. Wo kommen die langen Haare jetzt auf einmal her? Okay, Leute, ich muss kurz duschen. Das wird hier sonst nichts, ey. Und seitlich. Oh mein Gott. Das steht mir ja mal gar nicht. Ich würde mal sagen, wir sagen den Haaren hier auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen. Duschen. So, ich habe mich jetzt ready gemacht. Und ja. Also ich finde schon, dass er gut aussieht, aber ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der zu lang ist. Ich finde auf jeden Fall, dass er in der Kamera richtig scheiße aussieht. So richtig scheiße. Weil er sehr strähnig ist. Aber das mag ich auch. Und ob ich den kürzer machen muss. Weil man sieht ja wirklich nicht ansatzweise meine Augenbrauen. Ob ich das jetzt noch ein bisschen kürzer machen muss. Ein bisschen kürzer. Muss ich es, glaube ich, machen. So ein bisschen nur. Ja doch. Ich habe jetzt wirklich so wenig kurzer gemacht. Ach, ich hab so eine Nase. Junge. Oder noch kürzer? Ey, nicht. Keine Lust. Zu bereuen. Ich würde sagen, das ist so okay. Ich weiß nicht. Ich finde aber mein Zopf ist richtig schön aus. Warte mal. Ich mache meinen Zopf. Oh Gott, wie geht denn das? So? Oder einfach nur so? Ich finde das schön. Doch. Es gefällt mir, Leute. Und das Wichtigste ist, dass man die Augenbrauen nicht mehr sieht und dass sie komplett wachsen können. Und in echt sieht es wirklich gut aus. Ich weiß auch nicht, warum es in der Kamera so komisch aussieht, aber in echt sieht es wirklich gut aus. In echt gefällt mir das sehr gut. In der Kamera gefällt es mir noch nicht. Aber ihr müsst euch auf jeden Fall dran gewöhnen, Leute. Angie hat jetzt einen Pony. Letztes Mal hatte ich einen Pony, da war ich in der 4. Klasse. Und ich hatte einfach Lust. Okay, warum ist das eine jetzt hier so lang? Girl. Und ich hatte einfach Lust. So. Oh Gott. Ich fand spontane Ideen sind ja meistens die besten. Ja, nicht meistens. In dem Fall aber. Weil ich wollte es mal ausprobieren, Leute. Es ist noch nicht perfekt. Aber
Ich muss gucken, ob ich noch ein bisschen mehr Haare hier reinmache oder ob es so bleibt. Ich weiß noch nicht. Das jetzt ich. Das bin ich jetzt, Leute. Gewöhnt euch dran. Ha! So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Unterhaltung. Gott, warum sitzt das so komisch, ey? Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Unterhaltung bieten mit diesem Video. Und ich muss gleich niesen, ich habe schon Haar in die Nase bekommen. Und ich hoffe, ihr heißt mich willkommen im Pony Club. Oh mein Gott, ich sehe so anders aus. Gut, okay. Wir sehen uns dann bald wieder mit diesem Pony beim nächsten Video. Da ist ein Video, was für dich angepasst ist. Und darunter ist mein letztes Video. Gesundheit, Chico. Und das ist der Button, um mich zu abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mich und meinen Pony abonnieren wollen würdest. Ist alles Gute, Chico, mit Niesen? Gut. Wir sehen uns dann mal wieder. Und ich sag tschüss.